Die Kaufmannsgilde war die jüngste Gilde in Ankh-Morpork. Die Händler und Ladenbesitzer gründeten sie, um sich zu schützen, als sie schließlich begriffen, was ihnen das Schicksal zugedacht hatte. Sie sollten dauernd überfallen und ausgeraubt werden. Dicke Kaufleute ausrauben. Das schien eine von der Gesellschaft akzeptierte, sogar heldenhafte Tätigkeit zu sein. Deshalb gehörte die Kaufmannsgilde auch nicht gerade zu den freundlichsten. Ich hatte nicht viel Hoffnung, dort Hilfe zu bekommen. Nabend. Das ist häufig der Fall, wenn die Sonne untergeht. Sind alle Leute in dieser Stadt Schlauberger? Wen meinst du? Einen ehemaligen Stammgast der geflickten Trommel. Stand früher in dem Ruf, ein Besserwisser zu sein. Früher? Die geflickte Trommel ist nicht der geeignete Ort für Bemerkungen wie nein, nein. Wo fand man seine Leiche? In den Schatten. Und beim Deosil-Tor. Eine seiner Nieren entdeckte man in einem Brunnen bei den tollen Schwestern. Teile von Eingeweiden lagen praktisch überall herum. Jemand scheint ziemlich sauer auf ihn gewesen zu sein. Wie kommt's, dass du hier an der Tür arbeitest? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von guten Positionen. Ich nehme an, dieser Job gehört nicht dazu. Oh, eigentlich ist er gar nicht so übel. Ich bekomme viele interessante Dinge zu hören. Sind in letzter Zeit interessante Dinge passiert? Oh ja. Zum Beispiel? Wir haben einen neuen Kessel bekommen. Viel hübscher als der mit dem Loch, den wir vorher benutzten. Ihr habt Wasser in einem Kessel mit einem Loch gekocht? Nun, wir erzeugten viel Dampf. Der blieb jedoch nicht in den Tassen. Und das ist die aufregendste Sache, die hier passiert ist. Oh, aufregend. Wenn du Aufregendes möchtest, solltest du dir die neue Farbgestaltung im Münzkratzzimmer ansehen. Ich bitte dich. Jemand wurde ermordet. War das nicht aufregend? Oh, natürlich. Warum hast du es nicht gleich erwähnt? Gildenpolitik. Wir sollen den Zwischenfall nicht mit Außenstehenden besprechen. Was hat es mit dem Münzkratzen auf sich? Hast du noch nichts vom Münzkratzen gehört? Nein, ich wusste gar nicht, dass es die gelegentlich juckt. Nun, man nimmt eine Münze und kratzt ein wenig vom Gold ab, das man dann einschmilzt und verkauft. Leichtes Geld. Ich glaube, ich sehe da ein Problem. Ja? Nun, ich glaube, die Ankh-Morpork-Dollar enthalten überhaupt kein Gold. Da hast du recht. Jetzt nicht mehr. Wir haben sie zu oft gekratzt. Wozu verwendet ihr das Münzkratzzimmer? Dort bewahren wir den Kessel auf. Er passt gut zum neuen Erscheinungsbild. Deshalb habt ihr neu tapeziert? Nein, wir bewahrten den alten Kessel dort auf, aber die Tapeten lösten sich von den Wänden. Ich verstehe nicht. Warum besteht die Gildenpolitik darin, nicht über den Mord zu sprechen? Nun, du weißt sicher, warum die Gilde gegründet wurde, um zu verhindern, dass angebliche Helden auch weiterhin dicke Kaufleute ausrauben. Ja, ich habe davon gehört. Ah, dort drüben versteckt sich ein dicker Kaufmann, rufen sie mit ihrer »Hey, wird ein Krug von deinem besten Bierstimme! Nehmen wir ihm einen Teil seines Sündengelds ab, auf das die Welt ein wenig gerechter wird. Und dann rauben sie einen aus. Das ist der Dank für jahrelange Dienste.« Jahrelange Dienste, bei denen es darum geht, vorsichtig Zucker mit Sand zu strecken und die Nummernschilder von Eselskarren zu wechseln. Hey, das siehst du ziemlich einseitig. Was ist mit unseren anderen hervorragenden Angeboten? Ah ja, du meinst all die absolut einmaligen besonderen Sonderangebote, die eine wirklich einzigartige Gelegenheit darstellen. Genau. Außerdem halten wir die Ökonomie der Stadt in Schwung. Indem ihr den weniger geruchsintensiven Bettlern kleine Summen gebt? Auf jährlicher Basis, ja. Du wolltest mir von der Gildenpolitik erzählen. Ah ja. Es wurde beschlossen, dass die Gildenpolitik zum Ziel hat, die Interessen der Mitglieder wahrzunehmen, für die städtischen Reize von Ankh-Morpork zu werben und jeden Fremden durch die Mangel zu drehen, der es wagt, mit einem ledernen Lendenschurz herumzulaufen. Ihr wollt für die städtischen Reize von Ankh-Morpork werben? Soll das heißen, dass dir Ankh-Morpork nicht gefällt? Oh nein, absolut nicht. Ich weiß, was ihr mit Röstgut angestellt habt. Na bitte, er hatte es schnell satt. Das ist keine Erklärung dafür, wieso du mit mir nicht über den Mord sprechen kannst. Nun, die Kaufmannsgilde soll ein leuchtendes Fanal sein, das dem Rest der Welt zeigt, wie unübertroffen schön Ankh-Morpork ist. Indem der Rest der Welt ausgeraubt wird? Hey, pass auf! Entschuldigung, sprich weiter. Nun, es ist schlechte Publicity, wenn bekannt wird, dass es bei uns zu einem Mord kam. Könntet ihr die Sache nicht als Touristenattraktion verkaufen? Was? Du weißt schon, komm nach Ankh-Morpork, wo die berühmten Gegengewichtmorde stattgefunden haben. Zeig etwas mehr Respekt. Ein Kaufmann starb in der Blüte seiner Jahre.
Sechs andere Personen teilen sein Schicksal. Stimmt, aber es waren keine Kaufleute. Auf welche Weise werbt ihr für die städtischen Reize von Ankh-Morpork? Wir kümmern uns um die Fehlgeleiteten, denen es in aller Öffentlichkeit nicht gelingt, die vielen attraktiven Aspekte der Stadt zu erkennen. Ihr kümmert euch um sie? Ja, zu diesem Zweck setzen wir große Gruppen von Männern ein, die Ohren wie Fäuste und Fäuste wie Walnüsse haben. Sie weisen nachdrücklich darauf hin, dass Ankh-Morpork eine saubere, anständige Stadt ist, in der es zu leben lohnt. Und dass der Vorgang des Lebens durch fortgesetzte Kritik ein schnelles Ende finden könnte. Ich schätze, das sehen die Fehlgeleiteten schließlich ein. Ja, sie sehen es, auch mit zugeschwollenen Augen. Was den getöteten Kaufmann betrifft. Tut mir leid, ich darf mit Außenstehenden nicht über den Zwischenfall sprechen. Gildenpolitik. Es könnte bestimmt nicht schaden, wenn du in groben Zügen davon berichtest. Es würde sogar sehr schaden. Und zwar mir. Man würde mich vom Dach werfen. Niemand braucht etwas davon zu erfahren. Ich würde es erfahren, wenn ich auf den Boden pralle. Ist es wirklich so wichtig für dich? Die Kaufmannsgilde nimmt ihre Politik sehr ernst. Das schien tatsächlich der Fall zu sein. Ich musste einen Weg finden, das auszunutzen. Kannst du mir etwas über Martoms Ermordung sagen? Da kann ich dir nicht helfen. Wie ich hörte, spricht man in der unsichtbaren Universität über des toten Mannes spitze Stiefel. Ja, davon habe ich ebenfalls gehört. Tatsächlich? Ja, und niemand fragt, auf welche Weise die Schuhe eines Zauberers leer werden. Hier kommt die gleiche Politik zur Anwendung, nicht wahr? Wie bitte? Hey, was soll das heißen? Nun, du weißt schon, hier haben wir dich. Gewissermaßen an die Tür gefesselt. Plötzlich kommt ein Kaufmann ums Leben, wodurch ein Platz in der Hierarchie frei wird. Ich habe Gami nicht umgebracht. Aber es gibt keine Zeugen, die das bestätigen können, oder? Es gibt überhaupt keine Zeugen. Er war allein im Gildenhaus als... Oh. Danke für die Information. Warte, sag niemandem, dass du etwas von mir erfahren hast. Man würde mich lynchen. Ich verrate nichts, wenn du mir alles sagst, was du weißt. Nein, ich habe bereits zu viel gesagt. Nun, das war immerhin etwas. Jetzt brauchte ich nur noch herauszufinden, auf welche Weise Garmin umgebracht worden war. Und ich hatte das Gefühl, hier keine entsprechenden Informationen zu bekommen. Nun, bis dann. Zu wem möchtest du diesmal? Kann ich mit dem Grafen sprechen? Ich weiß nicht, wie es um deine Fähigkeit des Sprechens bestellt ist. Aber ich glaube, du solltest durchaus imstande sein, den Grafen zu besuchen. Bist immer noch hier, wie ich sehe. In gewisser Weise. Kannst du mir etwas über Martoms Ermordung sagen? Natürlich. Du warst da? Nun, ja. Es ist meine Pflicht. Aber diese Sache erscheint mir sehr ungewöhnlich. Du weißt natürlich alles über die Morde, oder? Man könnte sogar sagen, dass du dich der Begünstigung oder Beihilfe schuldig gemacht hast. Ohne dich hätten die Morde gar nicht stattfinden können. Ich bin überall dort zur Stelle, wo das Leben zu Ende geht. Sag mir alles, was du weißt. Möchtest du das wirklich? Es würde Millionen von Jahren dauern. Ich meine die Fälle. Wir könnten verhindern, dass noch weitere Morde geschehen. Nein. Ausgeschlossen. Du kannst nicht von mir erwarten, als Augenzeuge bei einem Mordfall auszusagen. Ich nehme das Recht in Anspruch, die Aussage zu verweigern. Dies ist doch keine Gerichtsverhandlung, oder? Ich beabsichtige nicht, irgendetwas zu verraten. Ich werde schweigen wie ein Grab. Du bekommst nichts aus mir heraus. Du willst mir also gar nichts sagen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Ich unterhalte mich gern mit einem Mann, der gern spricht. Aber du willst mir nichts über die Morde erzählen? Nein. Angenommen, es wird bekannt. Glaubst du, ich möchte jeden Tag im Zeugenstand verbringen? Zwar wies Tod darauf hin, mir nichts verraten zu wollen, aber ich hatte das Gefühl, trotzdem etwas herausfinden zu können, wenn ich es geschickt anfing.
Allerdings musste ich vorsichtig sein. Ich wollte unbedingt vermeiden, Tod zu verärgern. Einen solchen Burschen möchte man nicht als Feind. Nach der Aussage des Torwächters der Kaufmannsgilde hat niemand gesehen, wie Garmin erstochen wurde. Garmin wurde nicht erstochen. Tatsächlich nicht? Wie starb er? Er wurde erwürgt. Ha, danke. Oh Mist. Damit habe ich nicht gerechnet. Danke für die fehlenden Informationen in Hinsicht auf Garmins Ermordung. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du vergessen könntest, was ich dir gerade gesagt habe. Nun, bis dann. Wir sehen uns bestimmt wieder. Da kannst du völlig sicher sein. Sie sahen wie gewöhnliche Binden aus, aber irgendwann waren sie in Gips getaucht worden. Ich fragte mich, was sie in Rodans Werkstatt zu suchen hatten. Ich stattete der Wache am Pseudopolisplatz einen Besuch ab, aber Nobby war nicht da. Ich beschloss, später zurückzukehren. Samuel. Herr Luton. Hast du von der Ermordung eines Sekretärs des Patriziers gehört? Und ob? Die Wache hat mir deshalb einige Fragen gestellt. Dir? Warum? Der Ermordete war für die Vorräte des Palastes zuständig. Er kaufte den Wein für den Palast. Tatsächlich? Weißt du etwas über den Mord? Nein, tut mir leid. Aber es wird bald jemand vom Palast kommen, um die nächste Lieferung abzuholen. Du könntest ihn fragen. Ja, das könnte ich. Aber wahrscheinlich würde ich keine Antworten bekommen. Besten Dank, Samuel. Gern geschehen, Herr Luton. Sitzt wieder am Schreibtisch, wie ich sehe. Nee, hallo, Luton. Sagt dir das etwas? Nun, es könnte das Werk eines Gipschirurgen sein. Eines Gipschirurgen? Ja, sind auf kosmetische Chirurgie bei Trollen spezialisiert. Wenn ein Troll auf der Flucht ist und anders aussehen möchte, wendet er sich an einen Gipschirurgen. Eins steht fest. Die Wache möchte jeden Gipschirurgen erwischen, der in Ankh-Morpork arbeitet. Willst du wissen, woher ich sie habe? Nein, das sind doch nur einige gipsverkrustete Binden. Warum sollte ich an ihnen interessiert sein? Nobby, leistest du jemals kriminalistische Arbeit? Nun, ich bin nur ein Korporal. Allmählich wird mir klar, wie Detritus Feldwebel werden konnte. Ich schätze, wir sehen uns bald wieder, Nobby. Obwohl ich das lieber vermeiden würde. Ganz gleich, welche Maßstäbe man auch anlegte, eine Schönheit war Nobby gewiss nicht. Ein süßlicher, roter Dunst umgab die leeren Fässer und ich glaubte, die schrille Intensität von Rotwein zu erkennen. Eindeutig nicht da gleich.
Bei einem der leeren Fässer bemerkte ich eine schwache, dunkelrote Spur. Der Geruch war zu schwach, um mich an ihn zu erinnern. Der gleiche Geruch wie bei meinem Mörder, was bedeutete, der Unbekannte hatte sich in einem Weinfass versteckt, um in den Palast zu gelangen. Warum fallen mir dabei Sätze wie »Du wartest und die Zeit vergeht« oder »Thorin setzt sich und beginnt damit über Gold zu singen« ein? Der vorherrschende Geruch im Keller stammte von Rotwein, und er war weitaus angenehmer als der Gestank des Flusses. In der Ecke gab es einen Hauch von Purpur. In einer Ecke des Kellers nahm ich vage hellblaue Spuren wahr. Es war ein sehr schwacher Geruch, und ich glaubte nicht, dass ich mich gut daran erinnern konnte. Er war zu vage, um mich daran zu erinnern. Die beiden Gerüche hatten eine oberflächliche Ähnlichkeit. Einer war übernatürlicher als der andere. In einer Ecke des... Es roch genau gleich. Es war der gleiche Geruch. Der Geruch einer Frau. Bestimmt bestellte der Palast noch mehr Wein. Vermutlich dauerte es nicht mehr lange, bis man weitere Fässer holte. Ich musste lange warten, aber es zahlte sich aus.